Unglaubliche 140 Tage ist es her, dann am Samstag, wenn endlich die Saison wieder weitergeht. Die Winterpause ist richtig ewig. Wir sind heute bei den Trainern des FC Wacker Innsbruck bei der Kampfmannschaft. Fangen wir mit dir an, Sebi. Ich habe schon gesagt, 140 Tage, das ist brutal lang, oder? Wie war das? Ja, es ist. Zuerst haben wir nachtrainiert und haben ein paar Testspiele gehabt. Das war noch ganz okay, aber jetzt zieht sich unglaublich. Es ist ein Wahnsinn und jetzt sind wir einfach froh, wenn es nachher wieder losgeht. Weil einfach die Zeit irrsinnig lang ist und irgendwann wird es einfach mühsam. Du sagst schon, mühsam, Fabi, ich glaube, man merkt es auch in der Mannschaft. Es ist höchste Zeit, dass es losgeht, oder? Absolut. Das ist auch für die Spieler sicher nicht einfach, die Spannung hochzuhalten, auch für uns das so entsprechend zu gestalten. Wir sind jetzt über 10 Wochen, glaube ich, in Vorbereitung. Am Anfang ist die Euphorie da, nach der Pause, da geht es dahin, aber jetzt langsam hat man schon auch gemerkt, dass es sich gezogen hat. Plus die Konstellation mit dem Platz, dass man eigentlich nur auf dem Grünstraßen war bisher und kaum am Rasen, hat schon ein bisschen Spuren hinterlassen, aber die Vorfreude jetzt ist groß für diese Woche und vor allem auch für den Auftakt am Samstag. Wir haben einen sehr, sehr milden Winter hinter uns und trotzdem heute, es ist Dienstag, ist der erste Trainingstag am Rasen. Wie das? Ja, das sind die Gegebenheiten so. Ich glaube, es geht in viele andere Innsbrucker Mannschaften auch so. Es ist nicht optimal, aber ja, ich kann immer das Schlechte suchen. Ich kann aber auch sagen, es ist so, ich muss mich mit den Gegebenheiten abfinden, bestmöglich darauf arbeiten und mich darauf einstellen. Und das ist, glaube ich, generell so ein bisschen ein Thema. Wenn ich positiv auf die Sachen herangehe, nachher kann ich wahrscheinlich mehr daraus ziehen, als wenn ich mich darauf aufhänge, was schlecht läuft. Positiv an die Sachen herangehen, gute Sachen auserziehen. Reden wir kurz über die Testspiele. Man hat einige Testspiele gehabt, die meisten gegen höherklassige Gegner. Was für ein Resümee zieht ihr da? Im Grunde haben die Testspiele absolut ihren Sinn und Zweck erfüllt. Das muss man einfach so sagen. Testspiele sind da, um zu testen, um auszuprobieren. Man darf ja nie vergessen. Also uns ist durchaus bewusst, dass beim FC Wacker eine gewisse Erwartungshaltung auch hinsichtlich Ergebnisse selbst beim Testspiel vorhanden ist. Nichtsdestotrotz ist unser Job, die Mannschaft bestmöglich aufs erste Spiel und auf die Rückrunde vorzubereiten. Und so haben wir sie gelegt, so sind die Gegner ausgesucht worden, so ist aufgestellt worden. Wir wollten Sachen ausprobieren. Sie waren erkenntnisreich, sie waren aufschlussreich und bis zum Schluss sind wir zuversichtlich, dass sie ihren Sinn erfüllt haben und dass die Mannschaft gut vorbereitet am Samstag in die Saison starten kann. Aufschlussreich, erkenntnisreich, Sebi, lass uns ein bisschen reinschauen. Was waren denn so die Erkenntnisse, die man gewonnen hat? Ja, die Erkenntnisse, was wir gewonnen haben, sind, dass wir in gewisse Sachen einfach nur irrsinnig Aufholbedarf haben. Also wir haben gesehen, was uns eher gut liegt, wir sehen, was uns nur Kopf zerbrechen bereitet, aber wenn dem auch nicht so wäre, dann hat man ja nichts zu tun. Man hört im Hintergrund Wind und Sirenen, wir sind im Tivoli-Stadion herinnen. Die Vorfreude ist groß aufs allererste Spiel. Wie groß ist sie denn bei euch als Trainerteam? Ja, enorm. Also ich muss sagen, es gitzelt. Es gibt jetzt wirklich auch so die Zeit, wo, sage ich ganz ehrlich, man schaut sich mal die Videos an von den tollen Spielen, vor allem beim Tivoli, aus der Hinrunde. Man ist auch aufgeregt, ist das falsche Wort, aber wie gesagt, es gitzelt. Ja, ich bin sicher, wir werden einen guten Einstand. Also absolut. Bevor wir aufs erste Spiel eingehen, ist mir noch was eingefallen. Du hast schon irgendwann einmal in den letzten paar Monaten am Rande einer Trainingseinheit gesagt, du möchtest darauf achten oder ihr möchtet darauf achten, dass ihr die fitteste Mannschaft der ganzen Liga stellen würdet oder werdet. Ja, ist das gelungen? Du was glaubst? Ich glaube, dass wir definitiv im Jahr 2024 einer der absolut fittesten Mannschaften in ganz Tirol sein werden. Ja, wir haben dementsprechend hart gearbeitet. Wir haben bei den Trainingseinheiten noch einmal ausgebaut. Also zu den 4 Trainingseinheiten, was wir ohnehin schon gehabt haben im Herbst, ist noch einmal was dazugekommen. Und so versuchen wir die Mannschaft Schritt für Schritt, einfach was das Körperliche angeht, nach oben zu führen. Ja. Du hast dich ja selber immer wieder mal reingehaut im Training, wenn da mal Not am Mann gewesen ist. Ja, was haben denn die Spieler gesagt von einem Bundesliga-erfahrenen Trainingsgast plötzlich? Ja, es war immer ganz interessant, weil wie ich mitgespielt habe, waren ein paar Mal ein paar noch mehr motiviert. Das ist ganz gut, vielleicht sollte ich öfter mitspielen. Aber im Großen und Ganzen ja, hat es seinen Zweck erfüllt, dass man
zwei gute Mannschaften stellen haben können und dass wir ordentlich dienen haben können. Mhm. Fabi, du hast währenddessen draußen auf die Viers geschaut und gecoacht. War er noch für uns was? Absolut tauglich, muss ich echt sagen. Ich bin unsicher wegen der Position, aber wir hatten in der ersten Hälfte, wo man reinkriegen. Ich bin überzeugt, dass das okay. Ja, blick mal auf den Samstag. In Kirchbichl geht der Start Richtung, ja, ich sag's einfach mal so, Meistertitel los. Wir sind 4 Punkte vorn. In Kirchbichl haben wir vor einem Jahr nicht so ganz gut gestartet, aber es waren völlig andere Voraussetzungen. Aber der Gegner ist auch ein guter Gegner, oder? Wie siehst du es? Absolut. Generell, ich freue mich auf das Spiel. Ja, im Unterland, da bin ich daheim und freue mich einfach auf die Leute, weil die Unterländer sind ganz spezielle Leute, positive Leute, ehrgeizige Leute und sie werden uns alles abverlangen. Es wird sicher auch heißer Tanz, speziell nach der langen Pause, werden beide Mannschaften nicht wissen, wo sie stehen und wir werden auch noch nicht genau wissen, wie der Rasen zu bespielen ist, aber es wird also definitiv ein großartiger Fight werden und ja, schauen wir, was nachher am Ende rauskommt. Der Sebi freut sich aufs Unterland. Fabi, ich hoffe, du freust dich aufs Unterland, weil de facto ist es eine Unterlandmeisterschaft für uns, weil wir eigentlich nur mehr im Unterland spielen. Auswärts. Absolut, also für mich als City-Rolle musst du mal die Landkarte auspacken und überhaupt mal checken, wo wir überall hinfahren. Und mir ist auch aufgefallen, also es geht eher Richtung Osten. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Und ja, schauen wir, dass wir genug Punkte aus dem Unterland mitbringen und dann bist du am Samstag schon anfangen. Die Fans hoffen ja noch, dass es noch ein ganz wichtiges Spiel im Oberland geben wird, quasi unter Anführungszeichen Oberland in Kemmerton. Manche sind ein bisschen spitz drauf aufs Cup-Finale. Ja, ist das auch bei euch ein Thema, ist das bei der Mannschaft ein Thema oder wie schaut das aus? Ja, absolut. Wir wollen heuer einfach alles mitnehmen, was irgendwie möglich ist. Ich denke, wir sind gut vorbereitet, werden uns Woche für Woche akribisch auf die einzelnen Spiele vorbereiten. Und ich denke, wenn wir unsere Leistungen laufend auf den Platz bringen, besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir das bis zum Ende mitgehen können. Ja. Fabio, ich habe schon angedeutet, die Fans sind auch ganz, ganz heiß. Es wird ein Motto-Fight geben. Nach Kirchbichl, wo wir das erste Mal unten gewesen sind, 1250 Leute hingebracht auf den Platz. Ich glaube fast, dass es das mal noch mehr sein. Wie groß ist der Faktor Unterstützung von außen? Ja, enorm. Also das merken wir sogar auf der Trainerbank und an der Seitenlinie. Auch das Feedback von den Spielern ist immer wieder dasselbe. Das sagen sie, und zwar von alt bis jung, von jenen, die schon ewig lang da sind, bis zu den Spielern, die erst im Sommer dazukommen sein. Das ist einzigartig in der Realität, wo wir uns leider momentan befinden, sowieso. Aber ich denke, in ganz Tirol und in ganz Westösterreich eigentlich hat es kaum jemand so vorzuweisen. Und das ist ein enormer Faktor. Also es pusht die Mannschaft, es hilft immer wieder auch in verschiedenen Phasen, die es in jedem Spiel gibt, auch wenn es mal schwierig ist. Und dann sind so viele Leute auf unserer Seite und drücken uns nach vorne und feuern uns an. Das ist ein enormer Faktor und ein sehr großes Plus. Und es wird auch ganz sicher am Samstag so sein. Ich glaube, das wird mehr sein werden als das nächste Mal. Sebi, hast du noch ein Schlusswort an die Fans? Ich freue mich einfach, wenn es losgeht. Ich freue mich, wenn ihr alle wieder da seid, wenn wir gemeinsam dazu beitragen, dass der Wacker wieder dahin kommt, wo er hinkommt, nämlich weiter nach oben. Unterstützt uns alle, seid dabei, lasst uns gemeinsam an der Mission arbeiten, lasst uns daran glauben, positiv jedes einzelne Spiel bestreiten und ich glaube, wir werden viel Freude haben. Auf geht's, Wacker Innsbruck, kämpfen und siegen. Perfektes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr bei euch. Ich wünsche euch und uns allen einen tollen Frühjahrsdurchgang. Danke, ciao. Danke, ciao.